Heute im Test ein mobiles Bluetooth Wireless Keyboard vom Online-Shop best-anbieter.de. Mitgeliefert wird neben der eigentlichen Tastatur, die wir uns aber gleich ein wenig genauer anschauen werden, noch eine Bedienungsanleitung mit ersten Schritten und Sicherheitshinweisen. Zusätzlich liegt in der Packungsbeilage noch dieses USB-Kabel bei. Es dient dazu, die Tastatur später aufzuladen, denn diese besitzt keine eigene Batterie. Besonderheit bei dem USB-Kabel ist diese Ausziehfunktion. Es nimmt somit weniger Platz weg und lässt sich ganz einfach überall verstauen. Und nun zur Tastatur an sich. Die Tastatur ist aus einem weichen Silikonmaterial, lässt sich somit knicken, rollen und quetschen, wie man möchte. Perfekt also für Leute, die viel unterwegs sind und ihre Tastatur überall mit hinnehmen müssen. Ganz links auf der Tastatur befindet sich das Bluetooth-Modul. Direkt auf der Oberseite finden wir hinter dieser kleinen Kappe das Anschlussteil für das USB-Kabel zum Aufladen der Tastatur. Direkt daneben finden wir den An- und Ausschalter. Etwas weiter unten gibt es dann noch den Connect-Button für die Bluetooth-Funktion. Und wie das Ganze funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Hat man nun die Tastatur über die Bluetooth-Funktion mit einem Gerät verbunden, so kann man sie auch schon ganz normal benutzen. Ich bin erstaunt, wie gut das Ganze funktioniert. Das Koppeln ist ganz einfach und funktioniert nicht nur mit Android-Geräten, sondern auch mit Apple-Geräten und natürlich mit PCs und Laptops. Das Bluetooth Wireless Keyboard von bestanbieter.de. In meinen Augen ein wirklich schönes Gadget. Die Tastatur funktionierte im Test einwandfrei und ließ sich mit nahezu jedem Gerät ganz einfach koppeln. Wer eine schöne kleine Tastatur für unterwegs sucht, der ist bei diesem Gadget perfekt beraten.